So, Tag 8. Ich habe den Tag schon mal gespielt und mittendrin im Tag hat das Spiel so geleckt, dass wir uns halt überhaupt nicht mehr bewegen konnten. Ne? Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt warte mal, wir müssen ja erstmal hier mit unserem Kumpel, weil es ja ihm nicht so gut geht. Der soll Tabletten nehmen. Und jetzt machen wir schnell hier unsere Aufgaben nochmal. Unser Radar hat feindliche Flugzeuge geortet, die in deine Richtung fliegen. Gute Nachricht, wir fuhren nach Carentan. Unsere Truppen an den Stadtrand von Utah und Omaha haben es geschafft, sich zusammenzuschließen. Wir haben jetzt 80 Kilometer Küstenlinie im Besitz. Du hältst die Lieferung noch heute. Achso, okay, wir müssen den Morsecode jetzt gar nicht eingeben, weil. Oleg, Flugzeuge. Ach, wo laufen mich hin? Weil ich ja schon mal im Spiel drin war und wie gesagt, das Spiel dann so abgekackt ist. Achso, warte mal, das ist die Lieferung. Ey, Kumpel, dass man dir mal alles befehlen muss. Du kannst ja mal das Zeug jetzt raustun. Und ich werde die Lieferung abholen. Wo müssen wir jetzt hin? Seht ihr irgendwo einen Pfeil? Wieso kommt denn mein Pfeil nicht? Ah, da ist er. Ja, es war ärgerlich. Wir hatten die Missionen nämlich rum, hatten dann Feinde im Bunker und so wie die Sirene losging, ging alles nur noch im Standbild. Ja, und das war natürlich dann nicht mehr zum Spielen. Musste ich leider beenden. Ist halt ärgerlich, aber was will man da machen? Der hat nichts dabei. Ach Leute, ich brauche keine Waffen. Waffen habe ich genug. Essen und so wäre mal gut. Warte mal, wo war denn der? Da. Okay. Aspirin. Ja, da liegt sie doch. Ah, super. Bei der letzten Lieferung haben wir zum Beispiel nur 10 Schuss bekommen. So, und was ich natürlich dann auch gleich nachschauen will. Was ich, wie gesagt, wo ich ja den Tag schon mal gespielt habe. Schießt hier einer. Irgendwo hier war eine Hütte. Und da war eine Kiste mit Essen. Ah, oh shit, wo waren die jetzt? Ich glaube, wir mussten mit unserem Paket hier rüberlaufen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Kiste noch da ist. Weil dann ist es nämlich so, dass hier im Spiel überall noch ein paar Kisten liegen, die randvoll mit Lebensmitteln sind. Also da war auf jeden Fall die ganze Kiste voll mit Essen. Jetzt müssten wir halt nur. Da ist die Hütte. Genau hier beim Panzer. Und da war nämlich hier rechts am Haus war eine Kiste. Die habe ich durch Zufall gesehen, weil ich ja hier hinter musste, um unsere Belohnung abzuholen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Kiste da ist. Ah, da ist sie auf jeden Fall. Ja, schaut hin, alles voller Essen. Und ich denke, dass hier auf der Karte lauter so Kisten nämlich versteckt sind. Sehr gut, wenn die noch da ist. Okay, jetzt gehen wir mal schnell zum Bunker zurück. Ich hoffe natürlich, dass dieser Tag jetzt ohne Probleme abläuft. Nicht, dass wir wieder hängen, weil dann haben wir irgendwie ein Problem, dann können wir nicht weiterspielen. Da muss ich dazu sagen, das hatte ich zum ersten Mal in dem Spiel. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob ich das schon mal gelesen habe hier in den Steam-Diskussionen. Okay, trinken haben wir genug. Wir müssten mal was essen. Wie schaut es mit ihm aus?
Ach so, ich glaube nicht, dass er mich von hier aus hören kann. Ah, das ist natürlich nicht schlecht, weil wir jetzt so weit weg sind. So, das Holz habe ich nämlich auch schon beim letzten Mal mitgenommen. Das bleibt dann alles da. Okay, also da ändert sich schon mal an der Umgebung nichts. Das ist schon mal sehr gut. Halt mal, wir müssen ja unsere Mission noch machen. Bringt der jetzt eigentlich die Steine raus? Ja, da schleppt er noch statt hin. Jetzt werden wir erstmal schnell unsere Missionen hier machen. Mach Kaffee. Bist du aber noch nicht weit gekommen? Das trifft sich aber gut, weil wir müssen ja eh halt was essen. Aber wo kriege ich dann eigentlich ja mal Kaffee her? Achso. Da im Gefäß ist schon Wasser und gerade stand hier ist leer. Mal hier ein bisschen aufräumen. Ah genau, und hier sind ja unsere ganzen Uhren. Hey, das waren doch eigentlich mehr Uhren. Doch, ich glaube schon, dass wir hier mehr einen hatten. So, und unsere Wasserflasche müssen wir ja auch wieder auffüllen. Okay. Das könnten wir... Ne, okay, einmal können wir ja trinken. Oh, 19 Stück. Warte mal, Kumpel. Warte auf einen Befehl, benutze die Waffe. Verteidigung, Scheiße, was macht man? Mach mal Bunker. Welches MG habe ich ihm befohlen? Ist es 1er, oder? Nee, das können wir ihn machen. Benutzt die Waffe. MG1. Ah, die Flieger kommen auch. Kumpel, wo bist denn du? Sag mal, wo rennt denn der rum? Ach, MG-Stand 1. So ein Scheiß. Bunker MG1. Ach so. Schießt jetzt der zurück? Ja, was machst denn du? Ah, jetzt hat der keine Munition, Mensch. Der ist, ach, die schießen aufs Funkgerät. Nein. Weil ich mich jetzt so sehr mit dem anderen jetzt hier beschäftigt habe. Eieieiei. Katastrophe. Jetzt dürfen wir den Tag nochmal spielen. Also Kumpel, du musst dich mal schnell heilen. Und dann beseitigst du den Schutt. Wir brauchen unseren Morsecode ja nicht mehr. Holen jetzt mal unsere Ding. Genau. Werden natürlich auch die Kiste wieder mitnehmen. Ich hoffe jetzt natürlich auch, dass die Abwurfstelle... Ach, da hinten ist sie, schaut hin. Oh, da kommen Gegner. Hab euch. Aber das trifft sich gut. So müssen wir wenigstens wieder an dem Haus vorbei.
Ne, wurscht. Das mit dem blöden Funkgerät hier, das ist kacke. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Okay, da haben wir vom letzten Mal mehr Munition als jetzt. Wollen wir natürlich mal schauen, wie wir Kaffee bekommen. Der war doch jetzt eigentlich dreimal wirklich schön im Visier und wir treffen nicht. Also da sind immer mal ein paar Probleme hier mit dem Treffen. Dieser verfluchte Tag 8, nur Probleme. Das erste Mal Spiel hier in Standbild oder so ähnlich, ganz, ganz wenig. Dann zerstören sie unser Funkgerät. Spiel ich schon zum dritten Mal hier. So. Also manchmal treffen wir es auch wirklich super. Wie viele Gegner kommen da jetzt hier? Jetzt können wir gleich eine Mission annehmen. Platziere 4 Sandsäcke. Vier Stück. Was soll denn das für eine Barrikade sein? Gar nichts. Und mit diesen scheiß MG-Stellungen hier komme ich immer durcheinander. Jetzt schauen wir nochmal. Okay, also das ist 2. Jetzt warte mal. Wir tun jetzt erstmal schnell unser Essen raus, dass wir hier wieder Platz kriegen. Und wir müssen ja auch was essen. Ist ja natürlich ärgerlich, wenn man das innerhalb von kurzer Zeit immer ein paar Mal machen muss. Hier das ganze Zeug hier hin und her bringen. Alles, haben wir noch was drin? Die Wurst und sonst nichts mehr. So, okay, das haben wir. Jetzt werden wir aber schnell hier hinten, ne? Weil ich glaube, ich weiß, warum der nichts gemacht hat, weil nämlich das MG nicht geladen ist. Und er... Doch, ist geladen. Ach so. Hat er vielleicht vorhin geschossen und dann war es leer? Oder müsst ihr doch selber nachladen? Machen wir erstmal schnell das hier mit diesen Sandsäcken. Was nehmen wir denn? Da brauchen wir nur 5 Sandsäcke. Ja, jetzt machen wir halt einfach mal nur das Kleine hier. So, stellen wir da hin. Okay. Koche eine Mahlzeit für 4 Personen. Ist ja fix. Achso, das können wir ja im großen Topf machen. Weil im anderen wäre noch was drin. So, nehmen wir mal Würstchen. Wieso kannst du jetzt nicht kochen? Ach so, weil ja noch was drin ist. Müssen wir das schnell essen. Schön die Wurst geschnitten mit Bohnen. So, wie gesagt, die ganzen Dosen müssen wir natürlich aufheben. Oder besser gesagt, kann man aufheben für unsere Bomben.
Aber jetzt müssen wir dann wirklich mal aufräumen. Leberwurst mit rein, glaube ich, ist nicht so der Burner. Machen wir einen Topf. Sind jetzt genau 4 Gerichte, also müssen es auch 4 Portionen sein. So, derzeit kann ich schnell einen Schluck Kaffee trinken. Das ist meine Tasse. So, perfekt. Ah, das sind 100%, 4 Portionen. Topf ist voll. Perfekt. Haben wir auch. Hörte die verschiedenen Kanäle im Funkgerät ab, um etwas über den geplanten Konvoi des Feindes zu erfahren. Achso, warte mal. Deutsche Lastwagen mit Nachschub werden in der Nähe des Bunkers fahren. Also, in 2 Stunden. Jetzt passt auf, jetzt ist 11 Uhr, also um 1 Uhr, kurz vor 1 müssen wir raus. Jetzt werden wir mal schnell unsere Belohnung hier noch abholen. Ja, was heißt Belohnung abholen? Erstmal bestätigen, dass wir es beendet haben. Okay, wir brauchen Kaffee, aber Kaffee gibt es ja hier irgendwie nicht. Dann werden wir weiter die Munition hier nehmen. Ja, ihr seht schon, die Uhr geht ja wirklich sehr, sehr schnell. Also da müssen wir uns dann auf jeden Fall beeilen. Naja, jetzt wird es doch langsam. Dreckt der eigentlich immer noch? Hey Kumpel, was machst denn du? Schmeißt du mal den Stein weg? Ach so, seine Gesundheit ist fast am Ende. So, 12 Uhr. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, soll ich da die Panzerfaust nehmen? Okay, einen Schuss haben wir hier. Aber wir hatten doch auch... Jetzt tun wir die mal in den Rucksack. So. Das ist natürlich besser. Jetzt werden wir mal rausgehen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal Richtung Pack erstmal. Oh, ich häng fest. Jetzt schlappen wir die. Achso, ist da schon was drin? Ist bereits geladen. So, die 2 Stunden sind um. Lass jetzt bitte nicht unseren Bunker angreifen. Jetzt muss ich bestimmt hier warten, bis die kommen. Ja, dann warten wir jetzt mal. War das jetzt ein Flugzeug in der Nähe oder was war das?
Das gibt's ja nicht. Und ich sehe schon, komm, wenn ich dann in den Bunker reingehe, dann fahren sie gerade vorbei. Jetzt warte mal, der kann ja weiter den Schutt rausnehmen. Ja, da kommt keiner. Jetzt sind nämlich schon 3 Stunden um. Aber schlecht macht ist es eigentlich nicht hier in der Zielvorrichtung. Tja, was machen wir jetzt? Ich gehe jetzt mal Richtung Bunker. Ich würde ja so brüllen. Da, jetzt ist auch dieses LKW-Zeichen weg. Komisch. Weil das. Ah, da hinten kommen sie. Ach, das heißt, wenn das Zeichen weg ist, dass die dann kommen. Oh, jetzt rennen. Schnell. Den ersten zerlegen wir mit der Pack. Treffen wir? Okay, wir warten noch. Machen wir es so. Ja, einen Hammer. Oh oh. Scheiße. Scheiße. Ich habe natürlich auch keine Dinge ausgerüstet, kein Aspirin. Und auch keine Patronen. Das ist natürlich das nächste Problem. Wie viel sind das? Ich hoffe mal, dass wir hier wenigstens einiges an Ressourcen bekommen. Der hat schon mal gar nichts. Oh, der hat was. Hat hier keiner von euch Kaffee dabei? So, die Uhr nehmen wir jetzt einfach mal mit. Es ist ja egal. Warte mal. Munition. Ja. Oh, da ist noch einer. Es hat nur was Kiesel von LKWs, aber nicht, dass hier eine ganze Horde Soldaten rauskommt. Warte mal, meine Panzerfaust, die nehme ich natürlich wieder mit. Oh, wenn wir da nicht zu schwer werden. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir aber erstmal was trinken. Ganze Munition hier einsammeln. Bin mal gespannt, ob in den LKWs noch was drin ist. Das gibt's ja nicht. Da keiner Kaffee. Komm, da müssen wir doch eigentlich auch eine Belohnung bekommen, dass wir die 2 LKWs hier zerlegt haben. Ah. Oh. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist in diesen hinteren Kisten auch was drin? Ich muss jetzt erstmal schnell hier mein Ballast hier abwerfen. Ich bin voll. Die Panzerfaust ist gescheit schwer. Was macht denn der da hinten? Achso. Ach,
Der ist ja dann automatisch auch wieder hier zum Gefecht dazugekommen. Der kann aber seinen Schutt hier weitermachen. Erstmal die Panzerfaust hier wieder rausschmeißen. Ja, ihr seht schon, die hat schon einiges an Gewicht. Die Minen müssen wir halt irgendwann nochmal einbuddeln. Die tun wir jetzt auch einfach mal erstmal hier raus. Dann die Munition hauen wir zum MG. Die legen wir dahin, damit sie immer griffbereit ist. Ach so, wir haben ja die Hölzer auch noch hier drin. Deswegen. Und dann werden wir die LKWs plündern. Genug zu essen. Der läuft auf jeden Fall noch. Das ist sehr gut. So, und jetzt auf zu den LKWs. Ich hoffe jetzt mal, werden wir den anderen... Na okay, das ist ja egal, ob wir den jetzt mit der Pack oder mit der Panzerfaust zerstören. Sind beide kaputt. Aber ich dachte, wenn wir jetzt mit der Pack drauf donnern, nicht, dass er so weit kaputt ist, dass wir überhaupt nicht an die Gegenstände kommen. Aber das ist ja eigentlich egal. Zerstört ist zerstört. Aber ich weiß nicht, wie wir an die hinteren Kisten hier kommen sollen. Aber schaut hier, jede Menge zu essen. Aber wir bräuchten, wie gesagt, wirklich mal Kaffee. Keine Ahnung. Ah. Jetzt. Voll leck. Da können wir gerade mal nur einen LKW plündern. Dann müssen wir erstmal im Bunker zurück. Scheiße. Ah. Da haben wir Spiritus. Jetzt warte mal, jetzt haben wir die Uhren raus, da haben wir ja eh welche. Boah, schaut mal an, was wir hier von einem LKW bekommen. Jetzt wird's dunkel. Ja, wir müssen uns schicken jetzt. Ich glaube, wir schmeißen das jetzt einfach erstmal nur so rein. Sortieren. Müssen wir irgendwann mal machen, wenn wir Zeit haben. So, da schaut's aus bei uns. Handgranaten, Werkzeugkiste, Munition. Ja, wie gesagt, das müssen wir machen. Halt. Oh, das ist ein Chaos hier. Ist halt so jetzt momentan. Kann man nicht ändern. So, das tun wir hier rein. So, das haben wir auch draußen. Oh, unser Gewehr ist fast alle die Munition. Ja, da wird es auf jeden Fall Zeit hier mit der Lieferung. Jetzt hat er mal den Spiritus, hauen wir auch damit hin. So, jetzt tun wir schnell unser Essen raus. Naja, das können wir ja schnell einsortieren lassen. Am Schluss kennt sich dann hier überhaupt keiner mehr aus. Ja. Hä, wieso? Achso, Kartoffeln. Kartoffeln. Aber da ist unser Lager wieder richtig voll. Warum ist die Dose jetzt hier so auf dem Kopf? Also steht zeitlich. Leberwurst. Ah, die ist hier oben. Bratwurst. Ah, das ist Putenfleisch, Schweinefleisch. Da. Ja, da müssen wir halt auch aufschauen, dass wir
die Dosen dann so am Anfang gleich hintereinander stellen. Ihr seht. So, seht ihr? Jetzt haben wir nämlich hier schon wieder Putenfleisch, Putenfleisch. Kartoffeln, Kartoffeln. Erbsen. Boah, ich wollte eigentlich nicht so lang hier rumspielen. Wie gesagt, wir haben ja den anderen LKW noch draußen. Kartoffeln. Bohnen. Warte mal, wo habe ich jetzt die Bohnen hingestellt? Da ist voll. Ach, das sind Erbsen. Oh, jetzt hat er hier keinen Platz mehr. Ja, da oben ist mein Lieber. So. Wir sind leer. Jetzt schnell zurück zum anderen LKW. Jetzt wird es nämlich schon ein bisschen dunkel. Trägt der noch Steine? Ah, was ist mit dir schon wieder? Ach so. Ist. Das? Kumpel. Der macht gar nichts. Ach so, rühren, das wird jetzt nicht im Topf rühren sein. Mein Gott. Rühren. Also weißt du, hier stillgestanden, rührt euch. Du musst jetzt mal. Der soll jetzt was essen. So. Wenn natürlich der jetzt auch noch so viel drin hat. Ich hoffe jetzt, dass der Kaffee hat. Weil ich glaube, wir haben jetzt wie viele Portionen noch? 4 Stück, glaube ich. Also Kaffee, wie gesagt, bekommen wir wirklich sehr, sehr wenig hier im Spiel. Oh, 4 Kisten. Adrenalin, Morphin. Oh, der hat aber nicht so viel geladen. Nein, ich will Kaffee, kein Tee. So ein Scheiß. Wieder Tee. Ja, wenn jetzt einmal eine Aufgabe kommt, hier mit Kaffee kochen, wie soll man das dann machen, wenn man keinen Kaffee mehr haben? Ärgerlich. Oh, gebrüllt hätte ich, wenn wir jetzt in der Mine explodiert wären. Dann wäre es nämlich wiederum, dann müssten wir nochmal alles spielen. Also jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir ins Bett gehen, würde ich sagen. Dann haben wir den Tag nämlich geschafft jetzt. Werden natürlich jetzt die Sachen schnell nochmal rausschmeißen. Achso, warte mal, wie schaut es mit ihm aus? Er muss ja was trinken. So, die Gefäße sind leer. Du wirst doch mal selber was auffüllen können, du Sack. Das kann doch nicht sein, oder? Hey, und außerdem schmeißt man die Tassen nicht am Boden, ja? Was ist denn mit dir los? So. Jetzt hoffen wir mal, dass er jetzt... perfekt. Jetzt warte mal, ich kann ja meine Trinkflasche auch gleich auffüllen. Dann trinken wir... Okay, komm, wir trinken auch gleich was. So, dann haben wir das. Jetzt hauen wir mal das ganze Essen hier noch raus. Also das ist ja eigentlich wirklich schön sortiert. Aber das mit dem Tee kotzt mich jetzt an. Nur Tee, Tee, Tee. So. Ja, schaut hin. Da haben wir 0. Da haben wir noch 6 Mal. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz. Die Kartoffeln.
Kartoffeln. Achso, da haben wir Essen hier schon hergelegt. Wisch die. Die Zwiebel. Ach, da hinten ist noch ein Kaffee. Kartoffeln. So, jetzt machen wir erstmal das Essen hier rein. Und wie gesagt, irgendwann müssen wir mal in der Waffenkammer vorne aufräumen. Da schaut's aus wie Sau. Was haben wir denn hier? Mais. Kartoffeln. Mais. Erbsen. Warte mal, das sind Bohnen. Erbsen haben wir hier unten, ne? Eintopf hatte ich doch, glaube ich, auch irgendwo. Eintopf. So. Ja, okay. Aber unser Essenslager ist halt wirklich wieder super aufgefüllt jetzt. Also da kann man natürlich überhaupt nichts sagen. Ja. Wir sind hundsmüde. Wir haben keine Energie mehr. Dann werden wir uns schlafen legen. Den Buffet werden wir auch ihm geben. Eins. Geh schlafen. Und das machen wir jetzt auch. Dann eine gute Nacht. Energie ist voll. Perfekt. So. Okay. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Tag 9 spielen. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's es gut. Tschüss.